Fast so alt wie die Olympischen Spiele. Schon vor 2000 Jahren hielten sich unsere Vorfahren mit dem kleinen Ball fit. Trotzdem ist Footback, wie es jetzt auf Neudeutsch heißt, noch immer nicht im olympischen Programm vertreten. Dabei hätten die antike Kicker durchaus eine gute Medaillenchance. Carsten Heide hat die Ballkünstler in Berlin beobachtet. Wer die Lufthoheit besitzt, der geht als Sieger vom Platz. Footback am Netz wird im Team gespielt. Doch selbst Europameister warnen vor den Gefahren für ehrgeizige Einsteiger. Entweder umknicken oder irgendeine Zerrung im Oberschenkel bei irgendwelchen Schmetteraktionen oder so. Aber sonst ist uns noch nicht passiert. Die Handgelenke werden natürlich auch beansprucht, weil man sich nach dem Schmettern oder so immer mit den Händen abstützen muss. Schon vor 2000 Jahren wurde in Asien mit dem kleinen Ball herumgekickt. Nun wurde er wiederentdeckt von Krankengymnasten. Die Bewegungsabläufe sollen die Heilung von kaputten Knien unterstützen. Die Drehungen im Freestyle sehen jedoch eher artistisch aus und keine Krankenkasse würde eine Therapie mit dem Ball aus Kunstleder finanzieren. Es gibt unterschiedliche Arten von Footbacks. Es gibt sehr weiche und sehr harte Bälle. Je nachdem, was man macht mit dem Ball, nimmt man sich dann den passenden Ball dazu. Harter Ball, weicher Ball, allein damit kann ein Footback-Freestyler eine Kür nicht überstehen. Kleine Tricks gehören selbstverständlich zum Handwerk, pardon Fußwerk. Und zwar sind das hier die Rod Lavers. So, normaler Tennisschuh, den man sich halt dann speziell schnürt, aufschneidet und dergleichen, sich vorne dadurch etwas schafft. Ja, eine kleine Schale. Manche Leute sagen, das sei Schummeln. Ich sage eigentlich nur, dass es eine Anpassung an die Sportart ist. Twister Swirl Around the World. Die Footback-Gemeinde hat längst eine eigene Sprache und ein Problem. Der mit dem Ball tanzt, kann nicht mehr aufhören. Sucht oder Spiel, das ist den echten Fans egal, denn getanzt wird, bis irgendwann die Bänder krachen. Das war Guten Abend RTL für heute. Wir sehen uns wie gewohnt morgen wieder. Ihnen schönen Abend. Bis dann.